Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine sehr gemischte Bücherwoche, die besonders zu Beginn doch ein bisschen zäh war. Das muss man ganz klar sagen. Also so die ersten zwei Lesetage, sage ich mal, waren nicht davon geprägt, dass die Bücher sehr spannend und aufregend waren. Das hat sich aber zum Glück, ich sag dann ab Mitte der Woche, ein bisschen verbessert. Zudem habe ich zwei Filme im Kino gesehen, nämlich Downton Abbey und Ad Astra, der neue Film mit Brad Pitt. Ich habe insgesamt zwei Bücher gelesen, ein Buch, was ich schon kannte, nochmal gehört. Und ja, beginnen möchte ich aber mit einer Ankündigung, denn ihr habt vielleicht letzte Woche auf den verschiedensten Kanälen schon unseren Trailer gesehen zum Hörgenuss des Monats. Dazu gibt es morgen den Startschuss unseres neuen Formates hier auf BookTube, denn wir machen gemeinsam auf dem Kanal von Sandra und Steffi, der Buchschnack, einen Hangout und stellen euch ja das neue Format ein bisschen vor. Wir haben uns ein paar Fragen dazu ausgedacht, die wie eine Art Tag dann auch beantwortet werden, und ich freue mich mega, nicht nur mit den Mädels dieses Format zu machen, sondern auch einfach Hörbücher, Hörspiele, Hörgenuss so ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Und alle, die jetzt sagen, oh, ich höre aber gar keine Hörbücher, das ist überhaupt kein Problem, denn es sind ja auch Buchtipps. Also in der Regel hören wir ja Hörbücher, die eben auch echte Bücher sind. Das heißt, wenn wir euch hier ein Highlight des Monats vorstellen, kann man im Grunde davon ausgehen, dass es uns natürlich auch in gelesener Buchform sozusagen auch Spaß gemacht hätte. Ich packe euch einfach nochmal den Link zum Trailer unten in die Infobox, und morgen Abend, also am Sonntag ab 19.30 Uhr, sind wir auf dem Kanal vom Buchschnack unterwegs, und ich freue mich wirklich sehr auf ja, den tollen Abend mit der lieben Christine, Ruth und Monika und natürlich dem Buchschnack selbst, also Sandra und Steffi, und bin da schon ja, sehr, sehr gespannt, wie unsere Aktion so wird und ja, oder das Format so wird, und freue mich da wirklich drauf und ja, bin auch total happy, da ein Teil davon zu sein, weil natürlich auch Hörbücher meinen Alltag und auch natürlich dann auch den Lesealltag sehr, sehr, sehr rege begleiten. Zu den drei Büchern der Woche. Ich habe den zweiten Band gelesen von Der Krone der Dunkelheit, Magieflimmern von Laura Kneidel. Ein Buch, das kann ich direkt zu Beginn sagen, zu dem es gar nicht so viel zu erzählen gibt, denn ich habe es abgebrochen. Dann habe ich gereadet Alle sieben Wellen von Daniel Glattauer. Das ist der zweite Teil zu Gut gegen Nordwind. Und dann habe ich gelesen, viele werden wohl schon darauf gewartet haben. Ja, das neue Buch des Meisters von Stephen King, Das Institut. Und ja, der Wälzer wurde von mir auch ja, weggelesen. Ja, wir starten aber natürlich wie gewohnt chronologisch, und es beginnt die Woche mit Die Krone der Dunkelheit, Magieflimmern von Laura Kneidel. Ich habe das Buch nach circa einem Drittel ungefähr, beim E-Book-Reader ist das ja immer ein bisschen schwieriger, so richtig festzulegen, nach knapp 190 Seiten beendet. Der erste Teil hatte mich im letzten Jahr, glaube ich, also habe ich den gelesen, sehr begeistert. Ich fand es trotz des sehr jugendlichen Stils und auch des etwas merkwürdigen Endung, gerade so, ja, da ist sowas vorgefallen, was ich ein bisschen komisch fand, hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es war mal eine andere Art, auch eine Geschichte zu erzählen, und war so High Fantasy, natürlich in der Jugendsprache, die ich aber dennoch sehr gelungen fand. Und es hat mich doch sehr neugierig gemacht, das Ende, in welche Richtung das Buch weitergehen würde. Und deswegen musste Teil 2 jetzt diesen Monat auch bei mir einziehen und wurde jetzt auch direkt im September gelesen. Die Geschichte beginnt ja damit, dass wir in Tobria sind, einem Land, in dem Magie verboten ist. Wir treffen auf unter anderem auf Prinzessin Freya. Und ja, sie wirkt dennoch Magie, um ihren Bruder zu finden, denn der wurde irgendwann entführt, alle halten ihn für tot, doch sie glaubt daran, dass er lebt. Und so macht sie sich mit Hilfe von einem Zugzauber auf den Weg zu ihm und ja, landet im sagenumwobenen Nachbarland, denn dort herrschen auch noch magische Wesen und grausame Kreaturen. Dort trifft sie auf einen unsterblichen Wächter, Larkin, und dieser begleitet sie ja, in diesem Land auf der Suche nach ihrem Bruder. Gleichzeitig haben wir ja, die etwas rebellische Kaylan begleitet. Das ist ja, eine junge Frau, die Rachegelüste hat
Und die möchte an der Mauer dienen, denn sie möchte die grausamen Kreaturen im Nachbarland auf Distanz halten und nicht, dass anderen Menschen das passiert, was ihr passiert ist. Sie ist mit dabei, als ihre Eltern und das ganze Dorf ausgelöscht wurden durch eben diese magischen Wesen, durch die Elva, und sie sind nach Rache. Doch sie rebelliert ein bisschen sehr stark. Und wird zwar an der Mauer angenommen, aber nachdem sie dort auch nicht so richtig hinpasst von ihrer Art, muss sie jetzt dann der Krönung des Nachbarkönigs beiwohnen und ist damit auch nicht ganz so glücklich. Das ist so ein bisschen der Beginn des ersten Teiles. Ich kann natürlich jetzt sehr wenig zur Handlung des zweiten erzählen, weil man natürlich einiges daraus aus dem ersten dann spoilern würde. Aber wir sind hier in einer sehr magielastigen Welt, in einer wunderbaren High-Fantasy-Welt, die sehr bildhaft erzählt wird, irgendwie sehr modern ist, aber gleichzeitig eben doch so dieses klassische, ich sag jetzt mal so ein bisschen Mittelalter-Ding hat. Also diese Mischung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch, wie ein mit leichten Erzählungen und auch leichten Vorstellungen erzählt wurde, wie die Welt im Grunde wirkt, wie sie aussieht, wie die Charaktere sind, wie im Grunde auch diese ganzen Magiewesen sind, wie die Mauer erscheint. Ich muss ehrlich sagen, bei der Mauer und auch über die Leute, die dort an der Mauer leben oder arbeiten oder die bewachen, hat man doch schon so ein bisschen die Inspiration vielleicht zu Game of Thrones festgestellt, beziehungsweise ist ja auch nur Game of Thrones von einer ganz anderen Mauer beeinflusst worden, nämlich vom Hall ja damals in England, aber das ist nochmal was anderes. Aber es gibt so manche Dinge, wo man sagt, okay, man spürt da so ein bisschen den High-Fantasy-Einfluss von anderen Geschichten. Das hat mich persönlich aber gar nicht gestört, weil so die Geschichte drumherum einfach sehr, sehr spannend war. Und auch diese beiden starken Protagonisten, die wir begleiten, fand ich wirklich einfach toll, denen zu folgen. Der Cliffhanger des ersten Teiles hat dafür gesorgt, dass ich auch unbedingt den zweiten lesen wollte und auch damit begonnen habe. Ich habe aber schon gemerkt, hui, das ist ganz schön zäh. Ich habe mich an mancher Stelle auch gefragt, wo das eigentlich hinführen soll, warum man so am Tempo der Erzählung rausnimmt. Es gibt auch die ein oder andere neue Perspektive. Es passiert aber gefühlt relativ wenig und mich stört es nicht, wenn man am Anfang eines weiteren Teils so ein bisschen die Vorgeschichte wiederholt, weil man natürlich doch manches vergessen hat und das so ein bisschen greifbarer wird. Aber es hatte für mich überhaupt nichts mehr mit dem Stil aus Teil 1 zu tun. Also ich hatte wirklich das Gefühl, da ist eine ganz andere Autorin, da ist ein ganz anderer Schreibstil und ich konnte überhaupt nicht mehr zurück in diese Welt kommen, in dieses Gefühl vom ersten Teil, das mich so begeistert hat. Also ich bin da mehr als enttäuscht und habe mich wirklich 2 Tage oder sogar 3 Tage, ich glaube Mittwoch habe ich es dann abgebrochen, so ein bisschen immer dazu, oh, jetzt musst du mal ein bisschen lesen und komm, das wird noch. Und nein, es wurde leider nicht. Also ich habe es nach einem Drittel abgebrochen, weil ich einfach keine Lust hatte, weiterzulesen, weil mir diese Lust wirklich immer wieder gefehlt hat. Und ich lieber tatsächlich zu einem anderen Buch gegriffen habe, beziehungsweise dann sogar, weil ich mit beiden Büchern zu Beginn so frustriert war, dann zu einem Hörbuch gegriffen habe. Und dann dachte ich, es macht auch keinen Sinn. Ich bin eben auch niemand, der Bücher irgendwie pausiert und finde das einfach sehr schade, aber manchmal kann man es eben auch einfach nicht ändern und es war leider irgendwie nicht meins. Das zweite Buch ist auch das Hörbuch der Woche und das ist Alle 7 Wellen von Daniel Glattauer. Das wird wieder gesprochen von Andrea Sawatzki und Christian Berkel, beides deutsche Schauspieler. Und die hatten auch schon den ersten Teil gesprochen und das ist für mich jetzt das zweite Mal, dass ich den Band lese. Ich habe ja, glaube ich, vor 2 Wochen Gut gegen Nordwind auch schon gehört. Ich packe euch die Bücherwoche dazu auch einfach mal unten in die Infobox. Und ich wollte jetzt einfach nach Band 1 auch den zweiten Teil hören. Ich wusste, dass mir damals, als ich das vor 7, 8, 9 Jahren gelesen habe, dass mir der zweite Teil schon nicht mehr so gut gefallen hat wie der erste. Dachte aber, man weiß ja nie, wie sich irgendwie sowas entwickelt, wie man sich selbst entwickelt und ich fand ja im ersten Teil wieder sehr schön, dass wir diese Zufallsbegegnung haben, unsere beiden Charaktere von Emmy und Leo und dass die so eine E-Mail-Flirt-Freundschaft anfangen, die doch relativ tiefgründig ist und wir ja auch wirklich nur den E-Mail-Verlauf von beiden erleben.
und gar nicht erfahren, ob das also stimmt, was sie in die E-Mail schreiben, beziehungsweise ja auch nie erfahren, was so drumherum im Alltag passiert, was sie darüber denken, was sie schreiben oder der andere schreibt, wenn sie es eben nicht in die E-Mail schreiben. Und ich fand das damals unglaublich spannend und wirklich eine schöne Art, eine Geschichte erzählt zu bekommen, eben auch einfach so ein bisschen wie eine Art Hörspiel, wo man ja immer nur das mitbekommt, was auch gesprochenes Wort ist. Und das hat mir zum Beispiel bei Monster 1983 so gut gefallen. Und ja, da war ich natürlich auch in dieser E-Mail-Form sehr begeistert. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Es war für mich nicht mehr ganz so ein Highlight wie damals, weil es doch das ein oder andere gab, was mich gestört hat. Und das habe ich im zweiten Teil auch. Mir gefällt, auch im zweiten Teil geht es mit diesen E-Mails weiter. Es entstand ja eine gewisse Pause nach dem ersten Teil. Ich möchte auch gar nicht zu viel verraten, weil natürlich wieder zweiter Teil, man könnte etwas spoilern. Für mich wirken die Charaktere im zweiten Teil um einiges gehetzter. Sie packten für mich viel mehr Details und Infos in kürzere Mails, als das irgendwie im ersten Teil der Fall gewesen ist. Und zudem muss ich wirklich sagen, ging mir Emmy an mancher Stelle unglaublich auf den Keks. Ich fand die so unentschlossen, dass ich mich auch fragte, Mädel, jetzt entscheide dich doch erstmal, was du eigentlich willst, bevor du dir Gedanken machst, was fünf andere Leute um dich herum wollen könnten. Und dass sie so unentspannt war oder manchmal vielleicht zu entspannt, ich fand es manchmal sehr anstrengend, dieser Frau zu folgen. Und ich glaube, wäre sie eine Freundin von mir, hätte ich sie zwischendurch mal geschüttelt und gefragt, jetzt geh mal in dich und sag mir wirklich, was du willst. Und dann entscheiden wir, wie sieht die nächste E-Mail aus oder was auch immer. Das hat mich manchmal wirklich ganz schön genervt. Ich möchte dann gar nicht sagen, dass ich vielleicht ein entschlossenerer Mensch bin. Das ist ja immer sehr abhängig von dem Thema. Aber auch ich hätte mir vielleicht gewünscht an ihrer Stelle, dass mich mal jemand schüttelt. Und das ist wirklich was, was mich im zweiten Teil wirklich manchmal sehr genervt hat und ich sehr auf die Augen gerollt hatte. Während ich bei Leo immer dieses warme Gefühl hatte, immer diesen Eindruck, dass da sowas dahinter steckt. Dass er einfach so ein Charakter ist, der schon irgendwie im Leben steht, dem aber auch irgendwas passiert, was er nicht greifen kann, was er sich nicht irgendwie erhofft hat, aber auch irgendwie nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Also es ist ein ganz toller Charakter. Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, das war auch schon beim ersten Teil so ein bisschen so, ist, dass es kaum Nebencharaktere gibt. Also dass man ganz selten mal was von anderen Menschen hört. Das war im ersten Teil noch ein bisschen mehr. Ich fand, das war jetzt im zweiten Teil weniger. Beziehungsweise merkt man schon, dass man eben nur die Gedanken oder das, was niedergeschrieben wird, von einem Einzelnen hört und nicht so einen Rundumblick irgendwie bekommt. Das muss man tatsächlich, glaube ich, mögen. Ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich mir durchaus auch gewünscht hätte, was andere sozusagen da so interagieren. Was ich zudem auch noch sehr schade fand, ist, es gibt im ersten Teil eine sehr lange E-Mail von einem nicht der beiden und diese E-Mail wird 1:1 im zweiten Teil nochmal vorgelesen. Also da muss ich ehrlich sagen, das waren im Buch bestimmt auch einige Seiten, dass ich das ganz schön Verschwendung fand. Also man hätte da vielleicht so ja den Kern daraus nochmal irgendwie jemanden wiedergeben lassen können, aber ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Also war gut, hat mir wieder gut gefallen, hat mich auch sprachlich durch die beiden Sprecher sehr gut unterhalten, ist für mich aber tatsächlich nach wie vor der schwächere Band und kommt auch für mich einfach nicht an den ersten ran. Aber also das Gefühl von damals hat sich sozusagen nicht irgendwie verändert, sondern eher bestätigt. Und dann kommen wir endlich zum neuen Stephen King. Ein Cover, wie ich es richtig, richtig schön finde. Ich finde auch das original amerikanische Cover toll und ich habe jetzt auch das Cover von der lieben Mascha gesehen aus Australien und auch das australische Cover sieht sehr cool aus. Ich finde aber durchaus unser deutsches Cover auch richtig schön. Ja, es ist endlich wieder ein ganz, ganz neuer Stephen King. Ist, glaube ich, mein zweiter oder dritter King in diesem Jahr. Ich glaube tatsächlich erst mein zweiter. Habe dieses Jahr noch nicht sehr viel King gelesen. Ich habe ja auch im letzten Jahr nicht die Outsider gelesen, weil mich ja dieses Basketball-Krimi-Ding
nicht so angesprochen hatte. Und es ist jetzt auch einfach noch so, dass es mich nicht anspringt. Ich habe mich sehr gefreut, dass mich dieses Buch vom Heine Verlag erreicht hat. Ist ja auch ein ganz schöner Schinken, also damit kann man durchaus auch jemanden totschlagen. Und ich habe mich sehr gefreut, weil das Institut natürlich schon so ein bisschen mit einem Kind auf dem Cover irgendwie zeigt, da könnte es irgendwie ganz schön creepy werden. Doch zu Beginn des Buches treffen wir Tim. Wir lernen ihn kennen, als er gerade auf der Reise ist nach New York. Er trampt so ein bisschen, landet dann in einer kleinen Stadt irgendwo im Nirgendwo und wird dort Nachtklopfer. Und ich musste tatsächlich googeln, was denn ein Nachtklopfer ist. Das fand ich sehr faszinierend. Lernen so ein bisschen sein Leben kennen, wie er tickt, was dieser Nachtklopfer-Tätigkeiten so sind, wie dieses Städtchen so ist. Und haben eine sehr intensive Charakterreise, die wir da machen, die über 150 Seiten grob geht. Dazu komme ich später nochmal. Und dann treffen wir irgendwann auf Luke, das vermutlich auch der junge Mann ist, den wir hier auf dem Cover treffen. Luke ist hochbegabt, super intelligent und hat gerade einen Test gemacht an zwei Unis und wird auch an zwei Universitäten studieren und wird eines Nachts entführt und in das Institut gebracht. Dort leben sehr viele Kinder mit Hochbegabung, die telepathisch und auch telekinetische Fähigkeiten haben oder auch beides. Und in diesem Institut gehen so ein bisschen merkwürdige Dinge vor und man merkt recht schnell, dass der Begriff das Institut doch ganz gut stimmt. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, denn man ahnt vielleicht schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Bei Stephen King ist es ja nicht das erste Mal, dass er Kindern besondere Gaben gibt. Gerade das Telekinetische und auch die Telepathie-Fähigkeiten kommen bei Stephen King ja immer mal wieder vor und auch in Form mit Kindern. Wer weiß, vielleicht war eines seiner eigenen Kinder mal so und er verarbeitet das. Das kann man ja nicht so richtig wissen. Man ahnt natürlich schon, dass mit den Kindern auch etwas passiert, dass dieses Institut natürlich keine nette Klinik ist und wenn ein Kind entführt wird, dass das natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf das Feld umher hat. Ich muss echt sagen, die ersten 150, 160 Seiten fand ich schrecklich langweilig. Die ganze Beginnergeschichte um Tim herum, da habe ich echt gedacht, oh Junge, jetzt komm endlich mal zum Punkt. Ja, Stephen King neigt dazu, Charaktere sehr ausführlich zu beschreiben, Orte sehr mit Leben zu füllen und das auch wirklich über Seiten hinweg. Aber wenn ein Buch so beginnt, da hat man gefühlt überhaupt keine Lust mehr. So ging es tatsächlich mir. Also ich habe ja das Institut ziemlich zeitgleich mit dem E-Book angefangen. Natürlich jetzt nicht parallel gelesen, aber am gleichen Tag. Und ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, oh mein Gott, das ist ja hier an Langeweile nicht zu übertreffen. Ich habe auch meinen Kingsianer eine Audio gemacht und gesagt, hey Leute, ich bin hier auf 130. Passiert da mal noch was? Geht das weiter? Und habe dann auch so die Rückmeldung bekommen, naja, da sind wir in etwa gerade auch und schauen wir mal. Man muss da einfach durch. Und ich sage das deswegen, weil man es tatsächlich einfach muss. Man muss diese Geschichte so hinnehmen. Sie macht nicht unbedingt den größten Sinn. Also ja, man trifft auf das Dörfchen und auch Tim hat noch irgendwie eine Rolle, aber es hat für mich nicht gerechtfertigt, dass das im Grunde fast ein Viertel von dem Buch irgendwie einnimmt. Doch wenn wir dann im Institut ankommen und bei den Kindern ankommen, war es absolut spannend. Dann geht für mich die Geschichte los, dann ist sie wirklich ein Page-Turner, dann mag man das Buch überhaupt nicht mehr weglegen. So ging es mir wirklich die letzte Hälfte, dass ich dachte, boah, da kannst du das Buch überhaupt nicht mehr aus der Hand legen. Es war dann großartig geschrieben, unglaublich spannend. Es ist eine düstere Weltvorstellung, wie unsere Welt funktionieren könnte, wer da Strippenzieher sind, mit was man im Grunde auch Dinge, die nicht gut sind und ethisch auch einfach absolut nicht richtig sind, irgendwie rechtfertigt. Und er hat es unglaublich realistisch erzählt. Also gerade auch die Dialoge und die ganze Welt um die Kinder herum sind natürlich schon so ein bisschen auch aus dem Blickwinkel von Kindern geschrieben. Und das merkt man auch sprachlich durchaus. Das muss man mögen oder man wundert sich immer mal über die Ausdrucksweise. Aber es war für mich einfach sehr, sehr authentisch. Und es graute mir bei der Vorstellung, was da so ein bisschen auch passiert ist. Es sind natürlich auch Kinder.
Das ist ähnlich wie mit Tieren. Das geht mir beides immer sehr, sehr nah. Da ist mein Schwellpunkt, dass ich es schlimm finde, um einiges ja niedriger, als wenn es erwachsene Menschen trifft. Ich fand das manchmal schon hart an der Grenze und habe sehr mitgelitten, denn es ist eben auch sprachlich einfach sehr atmosphärisch. Wenn es da losgeht, wenn es da spannend wird, dann erzählt er es durchaus langsam, aber schon mit einem Spannungsgehalt und nach einem Spannungsbogen, dass ich das wirklich unglaublich gut fand. Und das Buch ist nicht nur einfach spannungsgeladen, sondern hat wirklich diesen etwas gruseligen, grauenhaften Touch von, wie man Dinge, die nicht gut sind, vertuscht, beziehungsweise eben auch einfach rechtfertigt. Und ich fand das einfach großartig von der Idee. Es stehen auch wieder Kinder und ihre Freundschaften so im Vordergrund. Das finde ich immer bei Stephen King sehr schön. Das gibt es ja sehr häufig. Ist ja unter anderem auch bei S zum Beispiel wirklich ein Thema. Und ich glaube, warum Stephen King dieses Thema immer wieder wählt, ist einfach, dass Kinder und ihre Freundschaften so natürlich sind. Da wird nichts groß hinterfragt. Jeder spielt gefühlt mit jedem. Man muss sich nicht mal sprachlich verstehen. Man versteht sich eben auch einfach ohne Worte. Und es ist so eine natürliche Umgang miteinander, den er wahrscheinlich ähnlich, wie man es vielleicht auch selbst als Erwachsene durchaus auch ein bisschen vermisst. Denn das Ränkespielen, was man dann so als Erwachsener oder größeres Kind hat, das ist eben manchmal doch sehr anstrengend. Was mir hier aber vermehrt aufgefallen ist, mal ganz abgesehen von der Geschichte, weil die fand ich dann wirklich in den letzten drei Viertelteilen, also ab Seite 160 ist die Geschichte mega, war tatsächlich eine sehr merkwürdige deutsche Übersetzung. Und ich bin über so manches merkwürdige Wort gestolpert, über merkwürdige Wortkombinationen, über sehr komische Komma-Regeln. Und wenn dann mit Komma und, also wenn sowas losgeht, da bin ich öfter mal so hängen geblieben. Und ja, man kann darüber hinweglesen. Ich bin da auch gar nicht so nörglerisch, aber wenn mir das eben vermehrt auffällt, finde ich, dass man das durchaus auch mal mit erzählen kann. Ich fand es an mancher Stelle schon so komisch inhalten, wo man gemerkt hat, das war jetzt irgendwie grammatikalisch nicht korrekt. Mir sind bestimmt nicht alle Fehler oder Merkwürdigkeiten aufgefallen, aber so ein paar Mal habe ich durchaus gezuckt. Wird einem wahrscheinlich beim Hörbuch nicht auffallen, was ja auch wieder sehr gut von David Nathan vertont sein soll. Aber ich habe beim Lesen eben doch das ein oder andere Mal innegehalten und gedacht, das fühlte sich gerade lesetechnisch sehr merkwürdig an. Aber nichtsdestotrotz ein toller King. Er schafft es, würde ich jetzt sagen, nicht auf mein Podest, das Buch. Also er kommt, denke ich, schon ins obere Segment, weil es wirklich eine tolle Story ist und wirklich sehr spannend. Es ist jetzt aber nicht ein absoluter Highlight-King. Aber ich finde, jeder kann ihn lesen. Und ein Nicht-Highlight-King ist ja durchaus noch besser als so manch anderes Highlight. Ja, hat mir gut gefallen, haltet bei den ersten 150 Seiten durch und es wird immer mal der Vergleich gezogen und darauf würde ich noch kurz eingehen, dass es so ein bisschen auch in Richtung Stranger Things geht. Ich finde den Vergleich ein bisschen schwierig, weil wir hier nicht unbedingt in den 80ern sind und ich auch nicht so weiß, also ja, es ist vielleicht eine gewisse ähnliche Atmosphäre durch das Institut. Und bei Stranger Things haben wir ja auch Elfie, die irgendwie aus einem Labor kommt und auch so manche Kraft hat. Aber ich finde, dass der Vergleich für mich persönlich ein bisschen hinkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch jeder, der Stranger Things toll fand und Kinderfreundschaften wie bei S und Duddits toll findet, der hat auch mit dem Institut großen, großen Spaß. Und nach den Büchern der Woche kommen wir noch zu den Kinofilmen der Woche. Ich habe zum einen Downton Abbey gesehen. Ich bin ja ein großer, großer Fan der Serie und ich habe mich mega gefreut, dass es einen Kinofilm gibt. Und wir sind direkt auch am Erscheinungsdonnerstag, am Filmstarttag ins Kino gegangen. Es war schon mal faszinierend, dass wir gefühlt fast allein waren. Es war irgendwie sehr gruselig, aber auch sehr schön. Ich mag die Atmosphäre. Die Geschichte spielt ja jetzt, glaube ich, 1900 und ein paar 20. Und wir sind halt genau da, wo wir in der Serie im Grunde aufgehört haben. Ein paar Jahre später. Charakter ist ein bisschen älter geworden. Und der König von England hat sich angemeldet. Und sowohl die obere Schicht als natürlich auch die Bediensteten sind in voller Aufruhr.
Und ja, wir werden sozusagen live miterleben, was da alles so ein bisschen passiert. Das Ränkespiel der Adligen und auch so ein bisschen die Intrigen und die Unsicherheiten der Bediensteten, wie es denn so in Zukunft mit allem weitergehen wird. Zudem ein dramatisches Ende, was ich überhaupt nicht erwartet hatte und wirklich... Ja, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich habe auch überhaupt kein Problem, bei Filmen oder Büchern zu weinen. Ich sitze auch im Kino und heule. Stört mich überhaupt nicht. Ich hatte nur einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Fand es aber richtig, richtig toll. Auch die Schauspieler, es sind alle aus der Serie mit dabei. Es gibt auch ein, zwei neue Charaktere, die ich toll eingeführt fand, die wirklich Spaß gemacht haben. Und ja, ich bin schon gefragt worden, ob man die Serie kennen muss, um den Film genießen zu können. Ich glaube ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Film durchaus auch funktioniert, wenn man die Serie nicht kennt. Also einfach, weil die Atmosphäre dann natürlich stimmt, auch so der britische Humor bestimmt durchkommt, die Dramatik vielleicht wirken kann. Aber wenn man natürlich gar keinen Bezug zu diesen vielen Charakteren hat, es sind ja locker 20 Leute, denen man irgendwie folgt und ohne irgendwie Vorgeschichte zu wissen oder Ähnlichem, glaube ich, ist es sehr schwer, das gut und lustig zu finden. Also ich glaube, es fehlt einem dann doch einfach so... Ja, das Charakter und auch Worldbuilding. Also man weiß da natürlich nicht, was haben die Menschen erlebt, was haben sie miteinander erlebt, was macht diese Beziehungen speziell oder was auch immer. Ich glaube, dass das nicht sehr einfach ist. Deswegen würde ich schon empfehlen, ja, schaut euch erst die Serie an, die ist auf jeden Fall sehenswert und dann den Kinofilm. Der zweite Film der Woche war dann Ad Astra. Das ist der neue Science-Fiction-Film mit Brad Pitt. Ja, schon der zweite Brad Pitt in diesem Jahr und ich habe mich mega darauf gefreut. Ich fand den Trailer schon mega gut gemacht und zudem war es natürlich ein Brad Pitt-Film. Und ich muss sagen, seitdem er nicht mal mit Angelina Jolie zusammen ist, mag ich Brad Pitt auch wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich habe auch das Gefühl, dass er es endlich gelassen hat, irgendwas mit seinem Gesicht zu machen. Das war eine Zeit lang ganz extrem, dass er jetzt endlich wieder so von der Mimik ist, wie wir ihn von früher irgendwie kannten. Also ich weiß nicht, was zwischendrin war, ob er da tatsächlich irgendwas ja untergespritzt hat oder das weiß ich nicht, bin ja nicht dabei. Aber das wirkte für mich manchmal doch sehr unecht und sehr merkwürdig und umso erfreuter war ich, dass ich seine echte Mimik wieder erleben durfte. Ja, Ad Astra ist eigentlich eine Geschichte, die schnell erzählt ist, denn wir haben hier einen Astronauten, der bekannt ist für seine Ruhe und Entspanntheit. Ich glaube, einen Ruhepuls von unter 50 hat, fand ich total beeindruckend. Und der schon sehr viel, was die Raumfahrt angeht, auch erlebt hat. Er ist in die großen Fußstapfen seines Vaters getreten, der ein Projekt begleitet hat, was ihn bis zum Rande des bekannten Sonnensystems gebracht hat. Und ja, der wurde irgendwann eigentlich als tot erklärt. Man sagt jetzt aber, oh, er scheint doch noch zu leben. Und ja, der Sohn ist relativ, also der Charakter von Brad Pitt ist sehr früh von seinem Vater verlassen wurde, hat auch sehr früh seine Mutter verloren, schafft es irgendwie nicht so richtig, Beziehungen am Laufen zu halten und ist eben auch am liebsten im All allein, was ich durchaus gut verstehen kann. Also finde ich auch mal sehr spannend. Und er wird auf eine Mission geschickt über den Mond, den Mars und ganz weit hinaus, um ja etwas, was sein Vater scheinbar in der Ferne tut, was ja uns allen im Grunde irgendwie schadet, aufzuhalten. Und ja, so begeben wir uns auf eine Weltraumreise, die sowohl die eigentliche Reise uns erzählt, als auch die innere Reise von unserem Charakter, die ich toll erzählt fand. Also ich habe jetzt schon öfter gehört, unter anderem auch von meiner Kinobegleitung, wie langweilig ist denn dieser Film? Und ich muss sagen, ja, er ist für eine Science-Fiction-Story sehr langsam erzählt. Er ist sehr detailverliebt. Er nimmt den Fokus sehr auf die Umgebung, auf die Gedanken des Protagonisten und dieser innere Weg, diese klassische Heldenreise, wie man sie ja so aus dem Buche auch kennt, ja, die wird hier einfach wunderbar praktiziert und erzählt. Denn wir haben eben auch sehr oft einfach die Gedanken unseres Protagonisten. Wir hören sehr oft, was er denkt, wie er fühlt und das wirklich wunderbar perfekt getroffen, wie ich fand. Also wir haben sehr oft dieses Voice-Over,
wo dann im Grunde eine Szene passiert und die Gedanken rein erzählt werden, was ich ganz, ganz toll fand. Wer Humor erwartet, wie zum Beispiel bei Marciana, der wird hier nicht glücklich. Ich fand eher, dass es von der Atmosphäre in die Richtung von Interstellar gegangen ist, auch wenn es natürlich da schon ein bisschen actionreicher war, beziehungsweise auch so manche Wendung durchaus überraschender war. Ich fand es auch vergleichbar mit Gravity, was ich auch einen ganz, ganz tollen Film fand, weil er auch so den Fokus auf einen Charakter gelegt hat. Und so ein bisschen stellt man sich das hier auch vor. Auch die Problematik, die auf der Erde herrscht, die mittlerweile auf dem bemannten Mond herrscht und überhaupt im Weltraum, dass die Menschheit eben einfach nicht lernt, sondern immer wieder den gleichen Fehler macht. So gefühlt, ich fand das toll. Und ich fand wirklich, dass gerade Brad Pitt diesen Film unglaublich gut getragen hat. Also seine Mimik, sein Rüberbringen der Gedanken, sein Twist, der sich irgendwie auch in seinem Gesicht abspielt, ich fand das großartig. Und ich finde, dass es jetzt einfach auch mal Zeit wird für einen Oscar für Brad Pitt, der ihn ja, glaube ich, bisher immer nur als Produzent hat, noch nicht als Schauspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihn damit vielleicht bekommen könnte oder zumindest auch nominiert wird. Und ich habe im Kino wieder gemerkt, wie begeistert ich immer wieder vom Weltraum bin, wie mich sowas anspricht, dass ich doch irgendwie ganz tief ein großes Science-Fiction-Mädchen bin, das ja nicht nur bei Filmen merke, sondern eben auch bei Büchern. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so viele Bücher in diese Richtung geht, ohne dass sie gleich zu extrem werden und auch wieder diese Welten und Kämpfe irgendwie haben. Ich muss echt sagen, ich bin aus dem Film raus und dachte, ach, jetzt wäre dir so ein bisschen nach Marciana oder Red Rising und ja, vielleicht höre ich den Marciana demnächst mal, wer weiß. Also ich merke, dass ich da definitiv auch einen Hang zu habe, nicht zu Star Wars oder so, damit kann man mich ja gefühlt wirklich jagen, das ist nicht meine Welt, aber zu diesem etwas realistischeren, ja, Weltraum-Science-Fiction-Stories, das finde ich wirklich großartig. Und wenn ihr da Buchempfehlungen habt, dann bitte gerne die in die Kommentare. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, jetzt habe ich aber, glaube ich, auch genug gequasselt. Aber es ist die Woche doch auch so ein bisschen was, sowohl Film wie buchtechnisch auch einfach passiert. Morgen gibt es, wie gesagt, den Hangout auf dem Kanal von Buchschnack. Und ich weiß gar nicht, jetzt die kommende Woche ist ja ein Feiertag. Da freue ich mich auch schon drauf. Nur 4 Tage die Woche sozusagen. Das wird bestimmt auch ganz schön. Und ja, ich muss mal rumüberlegen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Ich packe euch auch den Kanal vom Buchschnack und den anderen Mädels unten rein. Guckt da gerne auch mal mit vorbei. Und ja, lasst mir gerne eure Buchempfehlungen da, beziehungsweise was ihr vielleicht auch sonst gehört oder gelesen habt. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn da Buchtipps dabei sind oder wenn ihr vielleicht auch den neuen King gelesen habt, wie ihr ihn findet. Und ja, das war es jetzt auch schon von mir. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.